Willkommen bei Welt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Hinweis noch für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, 17 Uhr in einer Pressekonferenz. Er hat ja beraten oder berät auch noch jetzt ab 15 Uhr weiter mit den Länderressortchefs über Corona, über das weitere gemeinsame Vorgehen. Diese Pressekonferenz, die gibt es live hier bei Welt, nur dass Sie schon mal im Kalender stehen haben. War's für den Moment, oder? Na, vorher gibt es noch mal Fanny Fee und mich ab 16. Ja, Entschuldigung, dass mir ja. Vorher gibt es noch mal die beiden Kolleginnen und ich denke noch mal drüber nach, was ich falsch gemacht habe. Was wird da? Willkommen hier bei Welt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Soweit das Wichtigste für den Moment. Weitere Hintergründe auf unserer Internetseite welt.de und dort im Stream. Und um 18 Uhr geht es dann weiter mit dem Klug. Nicht, bis gleich. Bleiben Sie dran. Willkommen und guten Morgen hier bei Welt. Mit einem kurzen Ausflug vor das Krankenhaus zu seinen wartenden Bewunderinnen und Fans hat der kranke amerikanische Präsident Freund und Feind verblüfft. Die Reaktionen auf diesen Trip sind eher gemischt. Kritiker werfen ihm vor, andere zu gefährden, nur um ein bisschen Show zu machen. Wie es Donald Trump geht, die aktuellen Entwicklungen hier für Sie zusammengefasst. Er braucht es offenbar genauso wie seine Fans. Das Jubeln, das bejubelt werden. Patient Trump überrascht seine Anhänger vor der Klinik mit einem Kurzausflug. Winken fährt er an den begeisterten Menschen vorbei, obwohl er sich eigentlich gerade erholen müsste. Seinen Ausflug hatte er zuvor per Videobotschaft angekündigt. Ich werde gleich einen Überraschungsausflug machen und lasst euch eins sagen. Das war bislang eine sehr interessante Reise. Ich habe viel über Covid gelernt. Das war eine echte Schule. Anders als nur darüber zu lesen. Und ich habe es jetzt verstanden. Get it, and I understand it. Die Nachrichten bei Welt, hallo und ganz herzlich willkommen. Soweit die aktuellen Nachrichten. Hier geht es jetzt weiter mit der Börse am Abend. 4 Wochen vor der US-Wahl stoppt Donald Trump die Verhandlungen über ein Corona-Hilfspaket. Und damit schafft es der US-Präsident einmal mehr, die Börsen deutlich zu verunsichern. Alle Einzelheiten dazu gleich bei Dietmar Deffner. Also bleiben Sie dran. Willkommen und guten Morgen bei Welt. Eine Nachricht, die ganz Deutschland heute Morgen wohl etwas beunruhigen dürfte, sollte. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen ist laut Robert-Koch-Institut seit gestern drastisch angestiegen, von 2.828 auf jetzt 4.058. Das ist der stärkste Anstieg seit Anfang April. Rund 32.900 Menschen gelten dadurch als aktiv infiziert. Die Zahl der Toten erhöhte sich ebenfalls stark um 14 auf 9.578. Der Reproduktionsfaktor liegt laut RKI aktuell bei 1,1. Weitere Meldungen gleich hier bei Welt. Bleiben Sie dran. Hier erschafft man mit absoluter Präzision und komplexer Logistik ingenieurstechnische Meisterwerke für die Straße und für die Formel 1.
Bei der Fertigung muss alles laufen wie eine perfekt geölte Maschine. Mit mehr als 50 Funktionstests in Hightech-Laboren. So bleiben wir in der Welt des Motorsports an der Spitze. Making of Pirelli-Reifen. Heute. Willkommen und guten Morgen bei Welt. Eine Nachricht, die wohl Deutschland heute Morgen ziemlich beunruhigen sollte, dürfte. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen ist laut Robert-Koch-Institut in Deutschland seit gestern drastisch angestiegen von 2.828 auf jetzt 4.058. Das ist der stärkste Anstieg seit Anfang April. Rund 32.900 Menschen gelten momentan als aktiv infiziert. Die Zahl der Toten erhöhte sich ebenfalls stark um 14 auf 9.578. Der Reproduktionsfaktor liegt laut RKI aktuell bei 1,1. Weitere Meldungen gleich hier bei Welt. Bleiben Sie dran. Wie baut man ein Luxusflugzeug in 5 Wochen? Das ist einfach gigantisch. Für das Airbus-Team in Hamburg ist das Alltag. Abstecken! Hier wird rund um die Uhr geschraubt, genietet und getestet. Und das ist natürlich auch eine Zeitung. Damit der neue Airbus A380 genau nach Plan ausgeliefert werden kann. Also nach 8500 Maschinen haben wir die Technik eigentlich ganz gut im Griff. Die Flugzeugbauer. Heute auf Welt. Willkommen und guten Morgen bei Welt. Eine Nachricht, die wohl Deutschland heute Morgen ziemlich beunruhigen sollte, dürfte. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen ist laut Robert-Koch-Institut in Deutschland seit gestern drastisch angestiegen von 2.828 auf jetzt 4.058. Das ist der stärkste Anstieg seit Anfang April. Rund 32.900 Menschen gelten momentan als aktiv infiziert. Die Zahl der Toten erhöhte sich ebenfalls stark um 14 auf 9.578. Der Reproduktionsfaktor liegt laut RKI aktuell bei 1,1. Weitere Meldungen gleich hier bei Welt. Bleiben Sie dran. Hier erschafft man mit absoluter Präzision und komplexer Logistik ingenieurstechnische Meisterwerke. Für die Straße und für die Formel 1. Bei der Fertigung muss alles laufen wie eine perfekt geölte Maschine. Mit mehr als 50 Funktionstests in Hightech-Laboren. So bleiben wir in der Welt des Motorsports an der Spitze. Making of Pirelli-Reifen. Heute auf Welt. Gemischtes Bild, während der Nikkei doch relativ deutlich im positiven Bereich unterwegs ist mit einem Plus von 1%, verliert der Hang Seng 0,8%. In China auf dem Festland nach wie vor kein Handel und Feiertag. Beim Dow hingegen, da ging es gestern richtig kräftig nach oben. Man hat die Wir schauen auf die Wetteraussichten. Guten Morgen, Miriam. Sieht gut aus. Ist tatsächlich ein Park. Also vorhin, ich meine, das war Miriam im Dunkeln. Ja, das war jetzt optimistisch formuliert für Nachtblinde, ja, wenn Sie den Park hinter mir sehen. Aber jetzt ist tatsächlich was zu erkennen, Miriam. Schön, wirklich schön.
Man konnte auch ein bisschen was erkennen. Hä? Wirklich, man konnte auch vorhin ein bisschen was erkennen. Aber seht ihr mich so ein bisschen, habt ihr auch den Eindruck, ich bin so ein bisschen wie so eine alte Gutsherrin. Ich laufe hier noch mal ein bisschen über meinen Landsitz. Ich habe mir extra auch sowas angezogen, findet ihr nicht? Ich finde, ich sehe sehr edel aus heute. Guck mal, mein Hund. Was ist denn los mit dir? Ich mal abgelegt, warte darauf, dass ich gleich weiter wandere. Wovon hast du geträumt? Ich zeige euch gleich, wovon ich geträumt habe. Es ist leider auch wahr, aber nicht für mich. Jetzt zeige ich Ihnen was mein Albtraum gleich auch noch mal. Ganz kurz ist mal den Vormittag, schauen Sie sich das kurz an. Falls, ich wandere jetzt, oder? Falls du welche brauchst, mehr, ich habe da noch welche, ja. Schnupfnäschen. Danke fürs Wetter. Ja, apropos Schnupfen. Ernsthaft, Thomas? Geht's ja gleich auf, ist ja gut. Bitte. Wir sind gleich wieder für Sie da mit den Corona-Zahlen, die doch zum Vortag im Vergleich massiv gestiegen sind. Die Hintergründe gleich hier bei uns. Willkommen zurück. Hut, Stock, Gesang, Buch, Schirm. Kennen Sie den Satz noch? So kontrollierten früher Menschen, bevor sie das Haus verließen, ob sie auch alles Wichtige dabei haben. Und seit diesem Frühjahr heißt es Hut, Stock, Gesang, Buch, Schirm, Maske. Ohne geht ja nicht mehr viel. Für die einen ist es schon eine Selbstverständlichkeit geworden, den Mund-Nasen-Schutz dabei zu haben. Andere, die finden es schwierig. Naja, und dann gibt es noch die Gruppe der Verweigerer. Für die aber wird es tatsächlich immer teurer, wenn sie dort, wo die Maske Pflicht ist, ohne angetroffen werden. Und wir beschäftigen uns jetzt mit dem Wirtschafts- und Börsengeschehen. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Elite Partner. Dating mit Niveau. Franziska Schimke begleitet uns durch diesen Börsenvormittag. Guten Morgen nach Frankfurt. Was erwartet ihr denn für den heutigen Handeltag? Gibt es bestimmte Themen, die euch besonders treiben oder vielleicht auch ausbremsen werden? Einen schönen guten Morgen erst einmal. Ja, wirft man einen Blick auf die Vorgaben, dann sehen wir ein durchaus gemischtes Bild von Seiten der asiatischen Märkte. Und heute starten wir auch erstmal freundlicher. Die 12.900-Punkte-Marke, die scheint überwunden. Somit nächstes Ziel, die 13.000-Punkte-Hürde. Ja gut, aber Sitzungsprotokoll um kurz vor acht und ohne ausreichend Kaffee ist auch ein schwieriges Wort, Franziska. Danke für den Moment. Du kriegst das aber hin. Kaffee, viel Kaffee schon, viel Kaffee schon. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Elite Partner. Dating mit Niveau. Was sind mit den Damen los heute? 2020, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bisher alles andere als gewöhnlich. Das Jahr ist nun auch noch auf dem Weg, einen weiteren Rekord zu brechen, einen Hitzerekord. Denn nach Januar und Mai war nun auch der September so warm wie nie zuvor seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Was für uns alle durchaus angenehm war, kann aber auf lange Sicht sehr dramatische Folgen haben. Max Seib. So, wir schauen zu Gutsherrin Miriam von und zu Grüner Wiese uns jetzt zugeschaltet. Nein, ich lache nicht, überhaupt nicht. Entschuldigung. Sie hat angefangen. Aber ich lache. Pass auf, ich fühle mich tatsächlich so, pass auf, guck mal hier. Ich glaube, es ist eine Rotbuche, ne? Meine Rotbuche, mein Park. Hier bin ich heute Morgen ganz kurz rausgekommen. Schaut mal, ganz kurz bin ich hier heute Morgen rausgekommen, um hier schnell mal mit euch zu sprechen. Und jetzt wandere ich hier einfach nur so entlang. Okay, stimmt alles nicht, aber das Wichtigste gehört mir tatsächlich. Dieser faule Hund dort, der da in der Gegend rumliegt? Der ist nicht faul, der ist gechillt. Ja, der faule Hund. Das Wetter bitte. Ja. Das Wichtigste ist einfach an meiner Seite. Aber ich finde, ich habe mich auch schon passend angezogen, ehrlich jetzt mal. Ich habe mich wirklich abgestimmt auf den Baum und auf den Park. Nicht auf dieses Wetter. Ich gebe zu, eigentlich hätte eine Regenjacke das Richtige. Denn Tief Doris, das da über der Nordsee rumhängt, das sorgt heute bei uns doch dann nochmal für ordentliche Nässe, muss man sagen. Ich gehe wieder rein, ne? Ich hole mir auch einen Kaffee. Aber Miriam, ganz ehrlich, den Kaffee müsstest du doch gebracht bekommen als Gutsherrin. Hast du auch wieder recht. Warte mal, ich muss noch üben. Ich muss echt noch üben. So, und wir sind gleich wieder sehr ernsthaft für Sie zurück mit den aktuellen Corona-Zahlen, die durchaus beunruhigend sind. Der Anstieg von gestern auf heute. Heute meldet das RKI also über 4000 Neuinfektionen. Die Hintergründe, die Reaktionen darauf gleich hier bei uns. Vielleicht ganz kurz noch der Hinweis, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. 9 Uhr Pressekonferenz des Bundesgesundheitsministers zusammen mit dem RKI. Sollten Sie sich auf jeden Fall merken, wenn Sie können, bleiben Sie in jedem Fall dabei. Hier bei Welt live das Ganze. Genauso viel Batterie, wie man braucht. Mazda nennt das Right Sizing.
Der vollelektrische Mazda MX-30 ist damit wie gemacht für Ihren Alltag. Erleben Sie elektrisierenden Fahrspaß bei den Mazda-Technologiewochen und sichern Sie sich attraktive Angebote, auch für weitere Modelle. Früh, ganz herzlich willkommen hier bei uns. Ja, die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen ist laut Robert-Koch-Institut in Deutschland seit gestern drastisch angestiegen von 2.828 auf jetzt 4.058. Das ist der stärkste Anstieg seit Anfang April. Rund 32.900 Menschen gelten momentan als aktiv infiziert. Die Zahl der Toten erhöhte sich um 16 auf 9.578. Der Reproduktionsfaktor liegt laut RKI aktuell bei 1,1. Danke Ihnen. So, damit schauen wir zur Börse, liebe Zuschauer und Zuschauer. Frage ist ja, wenn so ein Präsidentenduell, wie wir es erlebt haben vor einer Woche, schon für Ausschläge an den Kursen sorgt, jedes Wort auf die Waage gelegt und je nachdem, wer was wie sagt, dann reagieren dann auch die Kurse, zumindest die Optionen darauf. Spielt das eigentlich bei Vizepräsident und Kandidatin eine Rolle? Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Elite Partner. Dating mit Niveau. Also Frage habe ich schon gestellt, Franziska, nimm es einfach ab. Spielt das eine Rolle, also das, was wir da erlebt haben in der vergangenen Nacht? Also das TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und Joe Biden, das wurde auf dem Parkett absolut heiß diskutiert. Vizepräsident und Harris, wer scheint die Börse aktuell zu sagen? Denn das taucht noch nicht mal hier wirklich auf. Das hat man zur Kenntnis genommen, nickt das aber genauso ab. Vielmehr interessiert es, wie geht es denn jetzt weiter mit dem US-Konjunkturpaket bis zur Wahl? Liegt es auf Eis? Franziska, danke schön nach Frankfurt. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Elite Partner. Dating mit Niveau. Na, gab es inzwischen einen Kaffee gebracht oder selbst geholt, Miriam? Nee. Ehrlich gesagt, hier kommt keiner, um mir zu helfen. Aber nichtsdestotrotz. Ja, aber guck doch mal, ich muss ja auch noch in meine Gutsherrenrolle reinschlüpfen. Aber immerhin finde ich, dass zu so einer richtigen Gutsherrin auch ein See gehört. Und hier habe ich einen relativ großen. Kann man nicht sehen, wie groß er ist. Ich zeige ihn euch nochmal. Aber ich habe eigentlich alles am Start, oder? Ich habe mal noch eine Frage zu, bezüglich deiner Ausstattung. Es ist aber Webpelz um den Hals, also nicht was Echtes, was so eine Gutsherrin tragen täte, oder? Moderne Gutsherren tragen doch keinen Echtpelz mehr. Tragen sie nicht mehr? Also, ich habe ja sowas von keine Ahnung. Echtpelz ist sowas von out. In Wahrheit war das auch noch nie in, Tatjana, oder? Ja. Ach ja, der Klug. Naja, wir üben noch. Ich muss noch die Gutsherrenlage üben, du auch noch ein bisschen. Aber wir gucken uns ganz kurz mal an, warum ich im Moment auch mich unter einen Baum gestellt habe, denn da kommt noch was ums Eck. Miriam, danke schön. Und so geht's gleich bei uns weiter. Es geht natürlich um die Corona-Zahlen für Deutschland. Die aktuellen, die schnellen in die Höhe. Die Politik reagiert mit Beherbergungsverboten, aber auch nicht bundesweit. Und wir erwarten um 9 Uhr eine Presse. Tja, fehlt der Blick aufs Wetter. Miriam, heute mal in einem hochherrschaftlichen Park ist leider nicht deiner. Entschuldigung. Deiner auch nicht. Lach mal nicht so schäbig. Das ist wirklich Stimmt. Schade. Stimmt. Ja, ach, aber du weißt auch nicht, wie schön es hier ist. Es ist wirklich, wirklich großartig mit einem großen See, mit großen alten Bäumen, mit einem hochherrschaftlichen Haus. Ich habe aber was mir gehört. Das Schönste hier, der Hund. Der gehört zumindest zu mir. Und das Wetter, das war alles, was Franzi gerade gesagt hat, ist bei mir genau das Gegenteil. Bei mir stagniert überhaupt nichts, bei mir gibt es eine Dynamik und die will ich eigentlich überhaupt nicht. Denn dieses Tief da über der Nordsee, Doris, das sorgt dafür, dass ordentlich Schwung in das Ganze kommt. Miriam, danke schön für diese Runde. Kurzer Hinweis, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Bundespressekonferenz gleich live hier bei Welt. Warum? Eine Pressekonferenz des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn zusammen mit dem Chef des Robert-Koch-Institutes Wieler. Es geht um Corona. Die Zahlen noch mal deutlich angestiegen. Seit gestern über 4000 Neuinfektionen sind gemeldet worden. Wir erhoffen uns natürlich von der PK jetzt gleich so ein paar Hintergründe dazu. Bleiben Sie also dabei.